Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hier steht Besoldungsgesetz. Konkret geht es um das sogenannte Jobrad, nämlich darum, dass vom Dienstherrn geleaste Fahrräder auch privat genutzt werden können von Beamtinnen und Beamten, von Richterinnen und Richtern. Das, was in der freien Wirtschaft für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer längst üblich und möglich ist, was vom Deutschland, vom Bund steuerlich gefördert wird und was im ganzen Land boomt, das wollen wir möglich machen, auch für unsere bayerischen Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter. Viele Kommunen wollen bereits das Jobrad für ihre verbeamteten Mitarbeiterinnen einführen. Erlangen, Augsburg haben schon erste Projekte gestartet gehabt, mussten es rückabwickeln, weil es rechtlich in Bayern nicht zulässig ist, weil der Freistaat mit seiner Gesetzgebung dagegen steht. Die AGFK, die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune, spricht sich für eine Änderung des Besoldungsgesetzes an dieser Stelle aus, damit Kommunen ihren verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Jobrad teilhaben lassen können. Auch die kommunalen Spitzenverbände fordern dasselbe und die Bundesländer Baden-Württemberg und Hamburg haben dies bereits auf den Weg gebracht. Die Vorteile sind bekannt. Es geht um Gesundheitsförderung, es geht darum, dass Mitarbeiter und Mitarbeiter das Auto öfter mal stehen lassen und dass wir als Freistaat und unsere Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden. Diese Vorteile sind längst bekannt. Wir haben das im Plenum diskutiert, im Juni, wir hatten es im Juli im ÖD-Ausschuss. Deswegen will ich die gar nicht in allen Details heute nochmals ausführen. Es macht ja wenig Sinn, wenn wir uns jedes Mal bei jeder Sitzung dann zu dem Punkt immer das Gleiche erzählen. Stattdessen habe ich lieber in den Sitzungsprotokollen mal noch gelesen, was denn die Gegenargumente von Ihrer Seite waren, was aus Ihrer Sicht dagegen spricht und will mich mit denen beschäftigen. Zum einen wurde gesagt, es besteht die Sorge, dass unsere Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Einbußen bei der Versorgung erleiden. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist, denn die Teilnahme an einem Jobratprogramm ist eine freiwillige Sache. Das steht jedem und jeder frei, ob er oder sie daran teilnehmen möchte. Und außerdem ist es so, dass wir unsere Beamten und Beamtinnen, Richterinnen und Richter, denke ich, so gut entlohnen, dass da noch keine großen Nöte ausgebrochen sind. Es wird zu verschmerzen sein, wenn hier ein kleiner Teil des monatlichen Soldes dafür verwendet wird, für eine umweltfreundliche Mobilität. Weiters wurde gesagt, lustigerweise genau im Gegenteil, von Ihrer Seite wurde gesagt, die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter verdienen so viel, dass sich doch jeder selber sein Radl leisten kann. Das stimmt. Es geht aber nicht um eine Gehaltserhöhung und es geht auch nicht um ein Steuersparmodell, wie Sie, Herr Gibis, gesagt haben, sondern es geht darum, dass wir Vorbild sind als Freistaat Bayern und unsere Kommune, dass wir attraktive Arbeitgeber sind und dass wir einen Beitrag zur Verkehrswende in Bayern leisten. Außerdem wurde gesagt, es sei eine Ungleichbehandlung gegenüber den Tarifbeschäftigten, weil die das davon nicht profitieren könnten. Das stimmt. Aber das, was in den Tarifverträgen drinsteht, da haben Sie ja Einfluss als Verhandlungspartner. Da appelliere ich an Sie, die Möglichkeit des Jobrats auch für Tarifbeschäftigte hineinzuverhandeln in die Tarifverträge. Fangen wir heute mit den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern an, dann werden die Tarifbeschäftigten auf ihre Gewerkschaften Einfluss nehmen und dann wird es auch dort möglich werden. Und dann haben Sie gesagt, Herr Gibis, Sie warten darauf, dass das Finanzministerium alternative Möglichkeiten offenbart. Ja, wo sind Sie aber? Fällt dem Finanzministerium nichts ein oder wann kommt es? Wie schaut es da aus? Bis jetzt liegt jedenfalls heute nichts Besseres vor. Ferner haben Sie gesagt, im ländlichen Raum sei das Fahrradleasing weniger interessant, es sei ja eher was für Städte. Ja, dort, wo man das Fahrrad schlecht nutzen kann, liegt es aber nicht daran, dass die Leute nicht Radl fahren wollen oder die Wege zu weit wären, sondern es liegt vor allem daran, dass keine gescheiten Radlwege da sind. Dann bauen wir doch endlich gescheite Radlwege in allen Landesteilen, dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, meine Damen und Herren. Und zu guter Letzt wurde gesagt, in Baden-Württemberg, wo die grün-schwarze Regierung mit ihrer Beteiligung das Jobrad für Beamte und Richter auf den Weg gebracht hat, dort werde es sehr schlecht angenommen, wurde hier gesagt. Das stimmt, es wird nur überhaupt nicht angenommen, weil es ja noch gar nicht nutzbar ist, weil es durch den
behördlichen und juristischen Dschungel gerade durchgekämpft werden musste, bis man jetzt soweit ist, dass eine europaweite Ausschreibung laufen kann und das Ganze dann an den Start geht. Einfach für die Richter und Beamten mit einem einfachen Formblatt, einfacher als jeder Bausparervertrag, dann nutzbar sein wird. Hier hat Baden-Württemberg Vorarbeit geleistet. Hamburg wird es aller Voraussicht nach so übernehmen, sodass wir hier davon profitieren können. Wir können abkupfern sozusagen, was jetzt in eineinhalb Jahren Vorarbeit geleistet worden ist. Von Baden-Württemberg lernen heißt Verkehrswende lernen, meine Damen und Herren. Das Fahrrad ist ein Schlüssel in der Verkehrswende. Mit den E-Bikes und Pedelecs insbesondere bietet sich die Möglichkeit, das Fahrrad auch für längere Strecken, auch im hügeligen Gelände, auch auf dem Land, im Alltag zu nutzen. Stellen wir diese Möglichkeit zur Verfügung für unsere Beamtinnen und Beamten, für unsere Richterinnen und Richter. Wir müssen irgendwo anfangen, wenn wir dem Ziel 20% Radverkehrsanteil in Bayern näher kommen wollen und Bayern zum Radland machen wollen, wie es die Staatsregierung vorgegeben hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Bücher.